Sieht ja teilweise schon richtig übel an, ne? Waffe. Eine Koga 22 Gewehr, falls du brauchst. Ja. Super. Nochmal Verbände, medizinisch. Sehr gut, sehr gut. Warte mal hier. Nachtsicht zivil. Echt? Yep. Wahnsinn. Scheiße, wo war der? Zwischen den Flugzeugteilen, den beiden. Da waren zwei. Alter. 22 Laden. Und da waren zwei? Wo waren zwei? Campus. Oder nein, haben wir uns nicht erwischt. Ach, du bist gerade auf dem öffentlichen. Ja. Ah, da waren gerade zwei, ja. Da gerade. Einer hat die Force gehabt, ja. Hey, da ist ein Sheriff, ein Revier. Alter, ey. Ja, Sheriff. Naja, hab nichts Tragisches verloren. Und Premium ist aber unterwegs, oder? Premium, ja. Sagst du Peril Junction? Mhm. Und Whitestone, okay, da müssen wir jetzt hier links. Da wo kommt noch einer? Ist das bei dir? Wo? Oh. Ach, da. Ne, da steht er. Ach, da ja. Kommt hier, läuft hier noch einer. Ne, der ist denken geblieben. Der wollte nicht zu mir. Der nimmt die 1000 Gegner, da wollte ich selber nochmal umklatschen. War das der? Mhm. Warte von um 3 auf um 2, ne? Yep. Gestellt. Genau. Ich gleich auch noch die Schiebbude heizen, alle Uhren umstellen. Ach ja, stimmt, bei den Anwesen hast du ja so viele. Elfert hat Feierabend gemacht. Was ist das denn hier? Als würde ich... Oh, oh, oh. Totale Frame-Einbrüche. Bin bei dir. Ruckel, ruckel. Als wäre ich jetzt hier... Jetzt geht's. Geht's wieder nicht. Als wäre ich jetzt hier... durch ein Gebäude gegangen. Der schwankt zwischen 13 und 30 Frames jetzt bei mir. Oh, das ist aber übel jetzt. Ganz, ganz böse. So. So, an dem Punkt wird jetzt einmal Schluss machen. Halt, bei dir auf Glück sterben. Alles klar. Morgen dann wieder. Jo. Also, na, heute. Ja, nachher. Nachher. Ein paar Stunden Schlaf können wir wieder. Denk ich mal.
Ne, es geht gar nicht über hier. Da nochmal. Ich hab nein, ich wünsche euch noch was. Frohes Leben. Jo, die auch. Alle klar. Mach's gut, Alex. Bis dann. Ciao. Ciao. Ich glaube, ich restarte mal kurz, weil die Friends sprechen bei mir komplett gerade ein. Ja, ich bleib hier stehen und warte. Ja. So. Jetzt geht's, alles klar. Keine Ahnung, was da los war. Als wäre ich durch ein Gebäude gegangen. So eine kleine Ghostwand so ungefähr. Kennst du es doch, wie wir durch ein Flugzeug vorne durchs Cockpit gegangen sind, hinter dir taucht an der Wand. Ja. Sowas hatte ich gerade so ungefähr. Und ja, dann hatte ich auf einmal die Frame-Einbrüche. Nah. Ich kann man noch nicht anmachen, nee, ist zu hell. So, dann gucken wir hier mal. Fallen lassen. Was hier ein Antibiotika verhelfen? Vorne haben wir was. Ja, bei mir lag da nichts. Komisch. Kann das Auto da gucken, links mitnehmen? Auf jeden Fall schon mal ein Schmerzmittel. So. Nee, das sollte es gewesen sein, nur ein Schmerzmittel. Hier liegt noch was. Verbände, okay. Oh, jetzt geht's wieder los. Bling, bling. Achso, Nachrichten. Ja, dabei habe ich doch gar keine Folge hochgeladen. Müssen wir erstmal die Sterne in der Spule bezahlen. Du bist erschrocken, ey. War die ganze Zeit still? Ja, war die ganze Zeit still. Auf einmal kommt eine Stimme aus dem Nichts so ungefähr. Laus, links ist euer Hof falsch aus Köln. Aber schön, dass er uns das anerkennt, ne? Mhm. Immerhin besser als ich. Dann kommt eine Runde mit drin? Hm? Oder was machst du jetzt? So, ne, ich spiele. Kommst du eine Runde? Achso. Einfach ein bisschen stumpf mal rumballern. Ohne das Ganze. Psch, leise. Manchmal muss das auch sein. Einfach nur Waffe schnappen und drauf. Ja, aber du kannst aber bei Payday auch schön sneaken. Also Payday auch? Ja. Den habe ich mir damals als Frustkauf gekauft, als ich gebannt wurde. Okay. Ich wurde ja irgendwann mal gebannt bei Investation. Ja, hatte Romy hat mir erzählt. Oh, sag mal, ja, und da kennt er eigentlich deinen normalen Namen? Ja, du sagst ihn doch die ganze Zeit, Paddy. Beziehungsweise ja, Patrick. Ich versuche auch immer in den Videos dann mal zu sagen, Romy hat, aber Paddy ist irgendwie 50 mal schneller gesagt. Na nee, ich hab's ja jetzt durch den Facebook-Account.
Okay, nee, ja, ich merk's halt immer, dass immer wieder dieses Paddy hochkommt. Ich mag das ja auch, kann manchmal auch sein, dass du ja, keine Ahnung, das ist halt irgendwie plötzlich ja länger als eine Woche. Manchmal Gamer-Name, manchmal Real Life, ich hab ja auch mal einen Namen mittlerweile und. Ist so egal. Ich finde es okay. Demo-Dose? Oh, wo kommst du denn her? Aus Schlumpfhausen, bitte sehr. Ja, habt ihr Schlümpfe denn auch Hoden? Ja, die reichen bis zum Boden. Habt ihr auch Geschlechtsverkehr? Nein, dafür ist der Sack zu schwer. Tralalalalalalala. Oh nee. Hey? Ja, wenn du schon mit so einem Lied anfängst, keine Ahnung. Ja, ich hab aber die FSK 0 gerade gesungen. Ja, war meine doch auch. Natürlich, also die brauchst du meinem Kleinen aber nicht vorzusingen, ey. Da fällt mir übrigens gerade ein, wie schaut's denn bei dir eigentlich am Ende des Jahres aus? Was machst du Silvester? Das weiß ich noch nicht, keine Ahnung. Das kann ich nicht sagen. Hast du also da nicht irgendwie ein alljähriges Ritual, was du da machst oder so? Nö. Mehreren Tage ein, ey. Sollte doch laut letzten Update da bei Payday, oder? Ich weiß es nicht. Ich bin immer drauf am achten, wann da was kommt. Im Moment haben sie neue Erfolge, haben sie schon eingebaut für Halloween. Okay. Halloween, ja, haben die hier eigentlich auch ein Event geplant? Wissen die auch nicht. Ja, dann laufen wir statt Zombies, laufen wir dann Chucky, Mörderpuppe und. Nee, wir haben da teilweise. Zombies mit Eishockey-Maske hinterher. Nee, letztes Jahr, wo sie das rausgebracht haben, haben sie zu dem Event Zombies mit Kürbis hier rumlaufen lassen. Halloween hier, genau. Kürbisköppen. Hast ja auch Helme gekriegt mit Kürbisköppen, ne? Richtig, genau. Der Superman. Finde ich irgendwie lustig. Also, aber teilweise auch so ein undeutscher Feiertag bei uns eigentlich so Einzug halten kann. Der ist doch mittlerweile hier auch so gang und gäbe in Köln. Guck mal am 31., wie die ganzen Familien hier unterwegs sind. Natürlich, na klar, aber hast du schon mal irgendwie Chanukka gefeiert oder Ramadan? Nö, auf das der sind Arbeit ja schon. Andere Religion, oder? Ja, okay, aber Halloween muss ja auch von irgendwas abstammen. Das ist doch auch, ist das nicht hier. Ja, von den doofen Amis. Ja, aber die sind eine Religion für sich. Ein paar Toastbrote. Ja, so. Gar nicht so ein Supermarkt, wie krass ist das? Nein, aber Halloween ist doch auch, glaube ich, eher so eine, ja, nicht nur eine große Religion, aber das ist doch auch irgendwie mit Teufel verjagen, deswegen verkleidet man sich und so, das ist doch dann auch so Richtung Hexen und ja, ja, richtig. Na, Eden-Religion und so, da gibt es doch die in der Folge mal erklärt. Richtig, genau. Ich weiß nicht, hab ich schon geguckt, aber. Ich meine, das ist ja auch so eine Art Religion. In dem Sinne, die glauben ja auch an irgendwas. Ich glaub, links von dir. Und dass es Hexen gibt, das ja, weiß ich ja. Wir kommen schon zu meiner Ex. Hä? Wo bist du da rumgekommen? Du bist doch gerade erst in den Krankenwagen gegangen. Ja, zu Fuß. Na, ja. Hä? Was willst du denn jetzt von mir? Hab ich irgendwie einen Leck oder so? Der ist gerade erst rechts in den Krankenwagen gesagt, ich bin noch neben dir. Guck, ich steht echt neben mir. Nee, ich hab gesagt, ich komm noch zu dir. Ach so. Ich bin vom Krankenwagen runtergesprungen. Und dann stand ich schon neben dir. Du warst ja gleich da. Liegt da im Auto, liegt da was? Sehr gut, sehr gut. Sagen wir mal kurz den See da mitnehmen, nochmal Rocky fort und dann hoch zu selber. Ja, See auf jeden Fall. Und ich dachte mal, ich finde mal irgendwo was zu essen und zu trinken. Brauchst du was? Ist schon wieder so eine. Nee, noch habe ich was, aber das ist schon wieder so eine Runde mehr ausgegeben als eingesammelt, weißt du? Ja, das war bei mir aber jetzt auch so. Hatten wir und eigentlich. Sowas mag ich eigentlich nicht. Also noch nie anders hatten wir das, oder? Ja, doch. Doch. Es gibt auch Tage, da bist du richtig gut dran. Ja, bei uns aber irgendwie nicht, oder? Ja, bist du doch Clearview, Rocky Ford, wenn man da auch. Ja, okay, aber es sind immer dieselben Dinger. Ja, klar. Wo du reingehen kannst, ne? Also zum Beispiel No Red war noch nie wirklich, dass man sagen kann, wow.
Ja, wobei, geil. Wenn ich da... große Arbeit, aber auch für richtig uns nicht, geiler Loot. Für uns nicht, das stimmt. Aber wenn ich da teilweise, wie gesagt, jetzt seitdem ich hier mit den beiden hier unterwegs bin, oder auch mit dem Jürgen, wenn ich da höre, ich bin am Flughafen oder Norad, hab das und das rausgeholt, naja. Ich glaube ja, das sind Hacker. Genauso? Da läuft einer dann im Stealth-Modus, läuft dann vor, ohne dass er in der Online-Liste angezeigt wird und dann schmeißt dann die Sachen hin, der andere hebt die dann auf, so, ach, was denn das? Das ist ja toll. Ja, aber die haben auch ein scheiß Sauglück, ey. Wenn ich überlege, wie oft ich da jetzt zum Beispiel auch schon, in, wo war das? Smallville hat der die SVD rausgeholt, oder Clearview? Clearview und Smallville. Da in der Ecke, weißt du, ey, 100.000 Mal in diesen verschiedenen Scheißladen rein. Rocky Ford. Ja, oder dahin, ne? Hammer, ich weiß, das Beste, was ich gefunden habe, das war vor einem Jahr eine Uzi auf dem Bistro-Tisch. Nimm du die linke, dann nehme ich hier die rechte im Auto. Nee, ich bin hier hinten. Nimm du mal. Ah, okay. Ich mag mir jetzt den Stein nicht anhören. So, dann habe ich einmal die Bratpfanne, die ich direkt schmeiße. Nee, aber in Rocky Ford habe ich auch schon ein paar gute Waffen gefunden. Genauso wie in Sophia Junction, da habe ich auch Scharfschützengewehre gefunden. So gut, wie ganz selten. Also die besten Waffen, glaube ich, würde ich mal sagen, prozentual ist bei uns wirklich Flughafen. Ja, oder wo hatten wir das mal? Oben die Dingensfarm, die Taylor Ranch. Da haben wir unsere ersten Schallschützengewehre, glaube ich. Ja, aber das war dann ja der Bug, wo du alle 10 Minuten, alle 5 Minuten reingehen konntest und du hattest da 4, 5, 6 Minuten. Keine Ahnung, was da los war, aber natürlich gleich ausgemusst, ne? Aber als ich noch in Rocky Ford und so was gefunden habe, das ist ja auch schon ein paar Monate her. Ich sag mal so, 1-2 Monate, ne? Und aber jetzt teilweise Rocky Ford mit 2 Straßen spielen, da hab ich ein paar Mal gut, was auf dem Das auf jeden Fall, also, da kannst du auf jeden Fall nicht meckern, ne? Deswegen hast du hier auch, wenn du... Du musst mal auf einen öffentlichen Server gehen, da wo, weiß ich nicht, bloß, meinetwegen, 5 Leute drauf sind. Mhm. Dauert nicht lange, ist auch in einem Rocky Ford, ne? Naja, klar. Aber Helme sind es im Allgemeinen, wenn auch nicht wirklich spürbar, weniger geworden. Helme? Wie bitte? Helme? Doch, finde ich schon. Also sie sind nicht mehr so extrem an jede Ecke. Ich hatte heute Vormittag an der Straßensperre an der ersten 7 Helme gefunden. Ah, okay. Hast du doch noch, okay. Ich muss mir gleich was zu trinken holen. Du mal kurz weg. Yep, dann warte ich hier. Jetzt wird's lustig. Oh, ich bin ein richtiger Scharfschütze. 26% Durchschnitt. Und ich hab 27. Paddy, du warst jetzt noch da, ne? Ich bin noch da, ja. Okay. Dann frag ich mal morgen bei meiner Mom nach. Ja. Was wieder so geplant hat in der Richtung. Wie gesagt, also ich denke halt nicht, dass sie da groß die fette Familienparty da gemacht hat.
Wahrscheinlich wird das maximal so ein bisschen wie an meinem Geburtstag sein, weißt du, 5-6 Leute und das war's schon. Das war's. Ich hatte ja mal so ein Lichtleck hingelegt, ja. Was hast du? Achso. Fällt ja nicht auf mit Dingen hier mit. Hier, Nachtsicht. Ich wusste ein paar Knicklichter loswerden. Ich hatte so viel gerade im Inventar. Wobei ich die eigentlich schick gemacht finde. Sind sie auch auf jeden Fall. Jetzt mit den ganzen anderen Farben. Am Anfang hast du ja wirklich nur die weißen und roten drin gehabt. Und mittlerweile hast du ja grün, blau. Hast du nicht gesehen drin. Gestern oder vorgestern, weiß ich gar nicht wann das war, hatte ich hier beim Rennen auf einmal einen roten Radius und das hat mich gewundert, weil hier waren noch nie Zombies. Doch. Hier, ja. Echt schon? Hier in der Straße sind hier, Zombies. Hier, hier. Hier, hier die Straße. Ja, hier sind Zombies. Irgendwo. Echt? Ja. Das wusste ich gar nicht. Ja, da habe ich schon öfters mal welche gesehen. Krass. Nee, das wusste ich nicht. Ich laufe da immer einfach auf Google rein. Jetzt hier ist wieder grün. Optimal. Jawohl, ja. Jetzt kommt die Thunfischspitze, genau. Und der Geschmack zumindest. Aber der Fisch schwimmt halt, ne? Ja, sollte vielleicht diesmal ersten... früher abspringen von dem Palava. Hier hatte ich heute einen kompletten Game Freeze. Hier irgendwie. Keine Ahnung, was da los war. So. Ihr kennt ja bestimmt die Geschichte von Adam und Eva, ne? Jetzt kommt's. Ich hab mitgespielt, die haben es nur umbenannt. Adam, total spitz. Muss mal irgendwann mal wieder ihn wegstecken. Zieht los, findet einen Dinosaurier und nimmt ihn auf einmal so von hinten. Dinosaurier erschrickt, sie fällt tot um. So, Adam geht weiter, er ist aber immer noch total spitz. Läuft also weiter, trifft einen Affen, nimmt ihn hoch von hinten. Affe hat einen total roten Arsch. So. Irgendwann sieht er dann Eva am Strand sitzen. Und die macht sich dann selber mit dem Fisch. So, was lernen wir daraus? Dass die Geschichte von Adam und Eva einfach ein Fake ist. Was haben Affenmenschen mit Adam und Eva zu tun? Oder nein. Dinosaurier? Pass auf. Wir wissen, warum die Dinosaurier... Ach, ja, okay, ich hab's verstanden. Jetzt hab ich verstanden. Es dauert ein bisschen länger. Wir wissen, warum die Affen roten Arsch haben. Oder die Paviane. Mhm. Was wir aber nicht wissen, wie hat der Fisch Feuer gerochen. Mhm. Jetzt habe ich es bei mir ein bisschen länger gedauert, aber okay. Ich wäre jetzt eher darauf hinaus gewesen, von wegen Geschichte, Adam, Eva, was hat das mit Dinosauriern und Co. zu tun? Nee, du musst ja immer so ein bisschen unter der Gürtellinie denken. Ja, ja, klar. Wenn bei mir was aus dem Mund kommt, dann ist es meistens das. Ja, genau. Was ist denn mit dir? Willst du jetzt kommen oder willst du nicht? Ach nee, jetzt geht das schon wieder vor los. Ja, vorhin noch was von Fisch erzählt und jetzt nicht. Kann doch auch nichts dafür, dass es so simpel gestrickt ist. Also einmal Geld hier vorne, 30 Dollar und... Mittlerer Rucksack, naja, brauche ich nicht mitnehmen.
Verbände. Electroid, geil. Kanu-Paddel direkt vor mir gespawnt, auch nicht schlecht. Oh, Antibiotika. Schlagring nehme ich mit. Der kommt wieder am Boden. Schlagring nehme ich mit. Thunfisch habe ich gerade gefunden. Passt doch gerade, oder? Noch eine M16 hier. Was? Echt? Pass auf, da kommt ein Zombie hinter. Zombie. Pass auf, hinter dir. Mal gucken, wie viel hat das? 26. 3M16. Oh wei, oh wei. Hm? 3M16, jetzt in der gesamten großen Runde hier gefunden. Also eine M48 oder wie? Ja, so ungefähr. Ah ne, was ja eigentlich falsch ist, ist ja MMM48, ne? Ja, du kannst das M hoch ausklammern, dann hast du... MM hoch 3. Genau. Gott, ist das kompliziert für die Uhrzeit. Ja, ist doch noch nicht spät. Es werden ja gleich die Uhren wieder zurückgestellt. Ja, ist ja früh, wir haben eine Stunde länger. Hab ich ja gerade auch gehört. Wobei ich sagen müsste eigentlich, für mich dürfte das eigentlich nicht so schwer sein, eigentlich. Ja, für mich ist halt blöd, weil ich muss ja jetzt direkt auch, ja, ich sag jetzt einfach morgen, weil ich ja noch nicht geschlafen habe, muss ich ja schon wieder arbeiten. Ja, stimmt. Du hast ja da diesen so viel Glück. Noch ein Schlagring, geil. Och man, jetzt ist mein Rucksack voll und hier liegt eine Dose Nudeln. Mann, keine Knickgeschirr, die du wegschmeißen kannst? Oder nee. Was essen? Ich hab gerade einen Energy-Drink gedrinkt. Gedingt. Gedingelst halt hier. Ring a ding ding dong. Ja, sehr gut. Ey, meine Olle kommt heute auch nicht mehr nach Hause. Oh. Unglaublich. Halt bitte? Meine Olle kommt heute auch nicht mehr nach Hause. Ah, bist du weg? Okay. Na, die ist unter uns bei den Nachbarn, die ich nicht leihen kann. Hätte ich auch nicht sagen können, hätte ich dann zu der Nachbarin nach oben gehen können. Aber die magst du wahrscheinlich. Wie bitte? Aber die magst du wahrscheinlich. Ja, also besser als die da unten. So, 43 Dollar. Naja. Aber die nervt mich jetzt die ganze Zeit gerade mit WhatsApp gehen. Glück, dass ich maximal eine Nachbarin habe, die oben ist. Und das ist nur deine Schwester, Alpha. Ja. Die erwartet meinen Besuch nicht, dann passt aus. Wir verstehen uns. Sie will mich nicht sehen, ich dann will sie ja. Nicht sehen. Perfekt. Dann geht's ja. Krass, aber schon wieder respawn. Zombie oder Loot? Zombies hier. Achso. Bei Loot wäre er gekommen. Also zu dir. Und nur geskillt das Ding? Geht ja gerade mal gar nicht.
geil. Was jetzt? Na, ich hab hier so einen geilen Military-Backpack gefunden. Ach, erzähl doch keinen. Nee, war der mittlere. Ja, hättest du den mal aufgehoben, hätte ich jetzt ein Military. Normaler Rucksack, aber mit plus 100 Kapazität. Das fände ich auch nicht unbedingt schlecht, wenn man sowas noch skillen könnte. Kannst du doch teilweise. Mehr Slots? Also nicht mehr Slots, aber dass du mehr Gewicht tragen kannst. Ja, das brauche ich nicht, noch mehr Gewicht. Ich habe schon genug drauf. Oh, guck dir an jetzt, der ist jetzt aus dem Post Office gekommen. Was ist mit dir los? Kumpelmann, komm her. Gerade ein Blick da vorne hier. Kurz ums Haus hier vorne. Hat ein Blindfisch. Eine Limo-Dose und ein Baseballschläger. Pass auf hinter dir. Ah, der ist durch den Zaun gegangen, okay. Durch die Lücke. Warte da mal vor mir. Na, hinter der Mauer wahrscheinlich. Noch da hinten, ja. So, liebe Freunde, das war's auch von unserer kleinen Aufnahmesession. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß und ja, findet, dass es mal was Besonderes war, so kleine Zusammenschnitte zu haben. Und jetzt bleibt nichts anderes übrig, als euch zu sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.